Ja, also ich habe zwar nur ein Dauerthema von mir, aber ich denke, das ist ja für ein paar Leute auch interessant. Das wird jetzt aktueller auch. Wir waren nämlich zum Beispiel am Sonntag schön Eis essen und zwar in einer veganen Eisdiele. Und zwar am Fischmarkt gibt das eine schöne, die heißt Liberty. Man sollte zwar keine Werbung machen, aber nichtsdestotrotz ist man da völlig frei als Veganer und kann sich aus über 10 Sorten Eis aussuchen und muss sich keine Gedanken machen. Und das Thema vegan hat mich letztens auch in so einem kleinen Workshop verfolgt. Da war ich zu so einem Stimmenbildungsworkshop und da sollte man so einen kleinen Vortrag ausarbeiten über 6 Minuten und dann dachte ich, 6 Minuten, das passt doch ganz gut und dann habe ich mich für das Thema vegan entschieden, weil ich der Meinung bin, dass viele Leute darüber reden und ganz wenig Leute wirklich wissen, was das ist und was das an Konsequenzen hat. Denn man hört so viel und man liest so viel, ja, Trendveganer, Ovo-Lacto-Vegetarier, was ist der Unterschied, wie lange gibt es vegan, dürfen Veganer Lederschuhe tragen, also ganz viele Fragen, die ganz viele Leute haben und ich stelle immer wieder fest, wenn ich Leute treffe oder irgendwo was esse und dann sage, ich bin vegan, dass bestimmt die Hälfte nicht das richtig einsortieren kann, was das bedeutet und ich würde mal sagen, bestimmt 3/4 nicht wirklich weiß, warum jemand vegan sein könnte. Es gibt da immer vage Ideen. Also grundsätzlich ist das von der Begrifflichkeit sehr einfach. Vegan gibt es so seit 40, 50, 60 Jahren diesen Begriff. Ja, also eigentlich ist vegan vegetarisch, weil vegetarisch gibt es schon viel, viel länger und vegetarisch heißt alles von Pflanzen, also nichts vom Tier. Ich habe das mal zusammengefasst, nichts vom Tier. Eigentlich ziemlich eindeutig, wenn man irgendwas in der Hand hat, nichts vom Tier. Das ist vegan und das ist eigentlich vegetarisch, weil vegetarisch gibt es schon viel länger. Es gibt so Leute wie Plato zum Beispiel, die ja schon ein bisschen älter sind, die waren auch Veganer, nur leider gab es das Wort noch gar nicht. Und unsere Industrie macht sich das gern zunutze und mischt dann auch gerne mal ein Ovo-Lacto-Vegetarier, ein Frutarier, ein was auch immer, ein Pesketarier, ein Flexitarier. Und die Leute sagen immer, ganz toll, toller Trend, mache ein Kochbuch davon. Ich habe jetzt gerade ein veganes Kochbuch gelesen. Da ging es darum, vegan fasten. Wo ich schon mal sagte, das ist schon mal super geil, weil Fasten ist ja eigentlich nichts zu sich nehmen oder beziehungsweise je nachdem, es gibt ja verschiedene Sorten zu fasten. Aber dass man vegan fasten kann, das war mir echt ganz neu. Ich habe mir das angeguckt, das war einfach ein veganes Kochbuch. Der einzige Unterschied, es kam nicht einmal das Wort Tier darin vor. Also man kann toll abnehmen, es waren Leserbriefe drin, ich habe so und so viel Kilo abgenommen, das gehalten, was kann ich tun? Also mit vegan hat das überhaupt nichts zu tun, außer dass zufällig kein Tier drin vorkam, sowohl im Text nicht, als auch in den Rezepten, was ja so ein bisschen vegan ist. Aber da habe ich mich schon gefragt, okay, also wo ist die Stilblüte mal zu Ende mit diesem veganen Thema? Und dann wird ich aber auch gefragt, Mensch, du bist vegan, ist das ja nicht schwierig? Und dann sage ich, nein, das ist eigentlich ganz einfach. Nur unsere Gesellschaft ist noch nicht so ganz darauf vorbereitet in vielen Bereichen. Angefangen davon, dass kaum jemand weiß, warum man vegan sein könnte. Das sagte ich schon mal und da sage ich, es gibt so meines Erachtens 3 Sorten von Veganern. Also grundsätzlich vegan heißt nichts vom Tier. Ja, Vegetarier heißt fast nichts vom Tier, aber Milch kann ich, Käse kann ich, Sahne kann ich, Honig kann ich, Eier kann ich. Also doch eine ganze Menge vom Tier. Denn man sagt ja auch, Milch ist hat auch ein bisschen was zu tun mit Kälbchen, mit Dauerschwangerschaften, mit Ausbeutung von Tieren. Eier, muss man sagen, es gibt eine ganze Menge kleine, pickende Kreaturen, die gleich nach dem Schlüpfen in Schredder wandern, weil sie halt keine Legehenne sind und man gar nicht so viel Hähnchen essen kann. Also ein sehr trauriges Kapitel, was mich immer dazu veranlasst hat, dass ich sage, also entweder oder, also für mich ist das vegan. Interessant ist, es gibt so meines Erachtens 3 Sorten Veganer und zwar das erste ist der Trend-Veganer. Ja, ganz toll. Es gibt ja Trend, alles Mögliche, alles ist trendy, alles ist toll, alles ist hip. Ja, und ein Trend-Veganer, das habe ich mal so versucht in diesem Kurzvortrag mal zu machen, um darauf zurückzukommen, in 3 Worten. Also für den Trend-Veganer kommt als erstes ein Schlagwort, das heißt Trend. Das zweite kommt Trend und ich und das dritte heißt ich. Ja, also ganz viel Ich dabei, ganz viel Trend dabei und ganz wenig Tier dabei. Ja, und ich würde mal es überspitzen, ein Trend-Veganer, wenn es dann plötzlich Trend ist, mit einer Pelzmütze auf dem Kopf in ein veganes Restaurant zu gehen, dann würde der Trend-Veganer sofort das machen. Das ist also Trend-Veganer, also im Eigeneffekt ein Trend-Veganer macht für die Sache nicht viel, nimmt billigend in Kauf, dass vielleicht mein Tier weniger stirbt oder gequält wird, aber das war's auch. Und wenn der Trend vorbei ist, ist er eben kein Veganer mehr, nicht mal ein Trend-Veganer, eher ein Trender.
Aber wie gesagt, deswegen Trend und ich. Das Zweite, was ich festgestellt habe, ist der egozentrierte Veganer. Ja, warum egozentriert? Sind wir nicht alle ein bisschen egozentriert? Man sagt so, das Ganze, das Göttliche ist in mir drin und so. Aber dieses Egozentrierte bedeutet einfach, dass ich sage, ich ernähre mich vegan, weil ich mir was für mich davon verspreche. Deswegen Ego, und deswegen würde ich es mal in den drei Worten sagen, als erstes kommt ich, als zweites kommt meine Gesundheit und als drittes kommt ich. Und wieder kein Tier dabei. Das heißt also, diese egozentrierten Veganer ernähren sich zwar ohne Tierprodukte, allerdings nur deswegen überwiegend, weil sie sich für sich selbst irgendwelche positiven Sachen erhoffen. Also da wären wir schon mal bei veganen Fasten vielleicht so ein bisschen. Und es gibt meinen allerliebsten Vorzeige-Veganer, der egozentrierte Veganer, das ist der Attila Hildmann, der verkauft ganz viele Bücher. Ja, der kann noch sagen, ich warte demnächst, also er hat ja schon vegan for fit, vegan for use, vegan for was auch immer, genau, vegan für Handheben, gibt es bald auch. Und ich würde mal sagen, vegan for money. Ja, das wäre es, denn der Mann macht einen veganen Burger bei McDonald's, ja, wo ich schon sage, McDonald's, das geht gar nicht, nicht mal vegan, also als ich noch Fleisch gegessen habe, ging McDonald's schon gar nicht, weil da ist nichts Natürliches mehr da drin, das ist alles 10-mal durchgenuggelt und gemacht und dann in irgendeine Form gepresst, die überall gleich aussieht auf dem Globus. Und es gab ja sogar mal den Burger-Index sozusagen, den Hamburger-Index, wenn man sagt, also Hamburger von Essen, dass man mal die das Preisniveau gesehen hat. Was kostet ein McDonald's-Hamburger in den verschiedenen Städten der Welt? Aber um das kurz zu machen, also der Attila Hildmann sozusagen, dem ist das auch völlig wurscht, ob er eine Lederjacke trägt, ob er Adidas-Schuhe von Kinderarbeit und Lederschuhe trägt, ist ihm völlig egal. Er versteht auch nicht, warum sich die Leute aufregen, wenn sie ihn auf seinem Buch Cover anmachen, dass er als Veganer was Leder trägt. Aber ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, es ist ja ganz einfach vegan, nichts vom Tier. Ne? Und da gehört Leder auch mit dazu. Weil ich sage, man kann manchmal vor Wut aus der Haut fahren, aber da wird trotzdem keiner hingehen, schnell die aufsammeln und gerben. Ne? Macht bestimmt keiner. Also insofern geht das ja auch nur einmal und im Regelfall gibt man die nicht freiwillig her. Und dann bleibt die letzte Kategorie, wo ich mich jetzt drunter fassen würde, was für mich eigentlich die eigentliche Vegan-Kategorie ist, nämlich der Veganer aus ethischen Gründen. Und aus ethischen Gründen heißt es, für mich steht ganz klar, wenn ich diese drei Begriffe mache, Tier. Dann kommt kein Tierleid und dann kommt vielleicht irgendwann mal ich oder meine Gesundheit, was auch immer. Aber ich würde immer sagen, mir ist das eigentlich ziemlich wurscht. Ja? Also ich nehme mal auch mal B12-Tabletten und alles ist mir eigentlich wurscht. Ich habe früher auch Multivitamintabletten genommen. Sollte ich persönlich, und das ist übrigens auch ein Gerücht, dass man die bräuchte, davon mal abgesehen, ich mache jedes Jahr eine Blutuntersuchung, da sehe ich super aus. B12 würde ich sagen, könnte ich noch zwei Leute mitversorgen, so viel wie ich habe, ja? Trotz meiner veganen Ernährung. Und das ist auch nicht verwunderlich, dass B12 in dem Fleisch kommt ja überwiegend daher, dass diese B12-Bakterien auf Grünzeug sind, was die Tiere mal früher gefressen haben, ganz früher mal. Da die heute das aber nicht mehr fressen, ist das ein Thema für uns alle in der Gesellschaft, dass man sowieso zu wenig B12 zu sich nimmt, aber kein veganes Thema. Und für mich ist das Thema, die Tiere stehen im Vordergrund, wenn es den Tieren gut geht, geht es mir gut. Ich sage mal, mein Essen auf dem Teller lächelt mich an, jeden Tag. Ich kann noch einen Teller essen und ich muss mich nicht schämen, höchstens über den Bauch, aber das ist ja grundsätzliche Sache. Und auch ein Pudding-Veganer, der aus ethischen Gründen Pudding-Veganer ist, der ist mir lieber als irgendein Trend-Veganer oder einer, der das ausschließlich Geld-Gesichtspunkten macht. Denn wenn man mal guckt, was in Kochbüchern, ich habe mir mal den Spaß gemacht, in den Bücherhallen 3-4 mal zu gucken. Ich habe, glaube ich, ohne großen Aufwand um die 25 bis 30 vegane Kochbücher gefunden. Ja, also gegenüber früher Toskana-Küche, was es alles gibt. Also heute gibt jeder, der irgendwie was zu Beine auf den Teller bringen kann, der gibt so ein Kochbuch raus. Aber nichtsdestotrotz, mein Motto, ich bin froh, ich freue mich über jeden Tag, den ich keinem Tier irgendein Leid zufüge, weil die Tiere haben auch eine Seele. Und wer das in Frage stellt, der muss ich mir vielleicht selber mal an die Nase fassen und überlegen, okay, ja, ist vielleicht so, die Fische schreien nicht so laut und so, das mag vielleicht sein, aber nichtsdestotrotz sind alle Seelen da und egal, ob man glaubt, dass man nochmal auf die Welt kommt oder Seelenwanderung gibt, ist egal, aber trotzdem ein bisschen Respekt, denke ich, sollte man für jedes Individuum aufbringen, was einem gegenüber ist. Und selbst wenn die nur ein Bewusstsein haben, ja, bei Pflanzen kann man sich ja auch streiten, aber ich finde, das alleine rechtfertigt schon, dass man sich darum kümmert, denn wer möchte nicht respektiert werden? Wer möchte den ganzen Tag rumlaufen, möchte von allen Leuten geschlagen, bevormundet, niedergemacht werden? Ich denke, das haben wir viel zu viel und das will auch kein Tier, auch wenn die sich selbst nicht vertreten können in größten Teilen. Gut, vielen Dank und ich freue mich, würde mich freuen, wenn viele Leute es einfach mal ausprobieren. Ist gar nicht so schlimm. Man kann sich, wie gesagt, 5 Kugeln mit Sahne, Hafersahne oder Sojasahne, so einen Eisbecher holen und man kann schlemmen und es ist trotzdem vegan. Danke. Ja. Ja, genau.
Ja, die haben auch veganen Hotdog und Sandwiches und was sie alles haben und Burger auch.